Wie anstrengend findest du Kniebeugen? Unabhängig davon, was deine Antwort ist, du solltest diese tolle Übung ab sofort am besten regelmäßig machen. Warum das so ist? Genau das verraten wir dir heute. Also, bleib dran und gib dem Video direkt ein Like, denn es wird interessant. Erstens, stärkere Beinmuskulatur. Ein Wunder! Beintraining lässt deine Beinmuskulatur wachsen. Das ist natürlich zu erwarten, dennoch sollte dieser Effekt unbedingt betont werden. Denn trainierte Beine sind sehr attraktiv und können auch deine Leistungen in vielen anderen Fitnessübungen, wie etwa Kreuzheben und auch in Sportarten wie Radfahren und Volleyball verbessern. Eine tolle Sache und ein guter Grund, warum du ab sofort regelmäßig Kniebeugen machen solltest. Wie zufrieden bist du aktuell so mit deiner Beinmuskulatur? Sag es uns in den Kommentaren. Zweitens, attraktiverer Po. Kniebeugen sind eine der besten Übungen, mit denen du einen echt attraktiven Po bekommen kannst. Das werden dir Leute mit einem muskulösen und schönen Po bestätigen. Denn du kannst stark annehmen, dass diese Leute regelmäßig Kniebeugen machen. Also, worauf wartest du noch? Ran ans Eisen und los geht's! Die tollen Effekte von Kniebeugen auf deinen Allerwertesten werden dich mit Sicherheit überzeugen. Drittens, bessere Core Stability. Mit Kniebeugen trainierst du zwar in erster Linie deine Beine, kannst aber auch deine Körpermitte hervorragend weiterentwickeln. Denn gerade bei Kniebeugen mit hohem Gewicht musst du einen stabilen unteren Rücken und eine kräftige Bauchmuskulatur haben. Das Gute daran? Beide Bereiche trainierst du automatisch mit, wenn du dich in Kniebeugen steigerst. Die Effekte davon können sich sehen lassen. Denn eine starke Körpermitte ist für zahlreiche Situationen im Alltag und viele weitere Fitnessübungen sehr wichtig. Kniebeugen lohnen sich also sehr. Viertens, mehr Flexibilität. Kniebeugen sind eine Übung, die auch viel Flexibilität erfordert. Das ist vor allem dann zutreffend, wenn du sogenannte Ass-to-Grass-Kniebeugen bis zum Boden machen willst. Deine Flexibilität verbesserst du übrigens automatisch, wenn du Kniebeugen trainierst. Sollte das nicht genug für dich sein, kannst du zusätzlich auch noch spezielle Mobility-Übungen machen. Dabei kannst du deine Flexibilität weiter erhöhen und so noch tiefere und effektivere Kniebeugen mit höherem Gewicht durchführen. Wie viele Kniebeugen schaffst du so am Stück? Was ist deine Lieblingsfitnessübung? Welche weiteren tollen Gesundheitstipps hast du noch so für unsere figurbewusste Community? Sag uns deine Meinung in den Kommentaren, abonniere den Kanal und aktiviere die goldene Glocke für alle Benachrichtigungen zu unseren neuesten Videos. Check am besten auch sofort unseren brandneuen Kanal MindRich, denn auch dort findest du regelmäßig zahlreiche tolle neue Videos zu unglaublich spannenden und topaktuellen Themen. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir hoffen natürlich, dass auch du in Zukunft Spaß an täglichen Kniebeugen findest. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und noch einen hervorragenden Tag!